Ja, herzlich willkommen zur neuen Sendung Bull und Bär jetzt zum Oktober. Ja, ihr kennt ja alle sicherlich den Spruch, Sell in May and go away, but don't forget to come back in September. Warum eigentlich? Einmal grundsätzlich da mit einem, ja, eigentlich starken bullischen September rechnet. Die Frage ist, wie ist denn dieser September gelaufen? Genau da werden wir mal gemeinsam drauf schauen, was der DAX gemacht hat, was unser bullischer und bärischer Kandidat gemacht hat und eben wie der Oktober aussehen könnte, wie gewohnt für einen bullischen, einen bärischen Kandidat. Ja, schauen wir doch mal direkt in den Chart rein und gucken, was ist da jetzt eigentlich konkret passiert. Und da sehen wir, letztes Mal waren wir so kurz davor, das Allzeithoch herauszunehmen, beziehungsweise ein neues Rekordhoch. Und das hat der DAX übrigens im September auch relativ häufig gemacht. Also bullischer Charakter war da. Man muss aber auch sagen, klar, das hat jetzt mit dem Absturz im August, das ist die Fortsetzung, ja, die kam auch relativ sportlich und das Ganze hat sich eben gehalten. Nur der DAX selber hat auch häufiger mal gezeigt, am Rekordhoch gibt es auch gerne mal den Klatscher nach unten und zwar schnell und sportlich. Und das haben wir auch gesehen direkt am Anfang und dann nochmal beim nächsten Versuch der 18.980, also wirklich über die 19.000 konkret zu kommen, hat der DAX ein bisschen gebraucht. Aber am Ende haben wir es dann geschafft. Man könnte auch sagen, vielleicht so ein kleines steigendes Dreieck, dauert ein bisschen Zeit, mehrere Versuche, aber dann sind wir jetzt die letzten Tage tatsächlich konkret über die 19.000 gegangen. Auch dann relativ sportlich. Und das macht natürlich neugierig dann auch die Frage, okay, wenn wir ja schon da oben gerade an der Spitze harren, wie eine Flagge, geht es denn jetzt weiter? Oder kommt jetzt gerade die Kehrtwende im Oktober? Gucken wir mal rein, was vielleicht die Charttechnik dazu sagen könnte. Auch da haben wir natürlich keine Glaskugel, aber es gibt verschiedene Modelle, die man anwenden kann. Und vor allem hilft sie auch mal, den Bereich einzuordnen, in einen bullischen Bereich, in einen bärischen Bereich, ja, gewisse Abweichungen, wie stark entfernen wir uns, wie stark ist ein sogenanntes Wachstum, ein sogenanntes Momentum. Und da kann man zumindest diese Fragen beantworten. Wir sind hier ganz klar im bullischen Bereich. Wir sind hier immer noch in einer Flaggenbildung, ja, eine nach oben gerichtete Flagge. Wir haben hier einen gesteigerten Aufwärtstrend, mehrfach, wie man an der Unterseite erkennen können. Wir verharren an den 19.490. Also Stand jetzt stehen die Chancen nicht so abwegig, dass wir tatsächlich auch hier nochmal einen Versuch sehen könnten. Versuch würde bedeuten, okay, einen Kurs hier drauflegen, vielleicht 200, 300 Punkte zu sehen, aber dafür muss eben dieses Level durchbrochen werden. Und wenn dies nicht der Fall sein sollte, weil auch hier erkennen wir mal von der Standardabweichung, wir sind schon sehr weit nach oben entfernt von dem 20er-Durchschnitt, dann gäbe es zumindest mal defensivere Bereiche. Zumindest mal zurück an die 19.000, wäre zumindest immer noch im allgemeinen Aufwärtstrend. Drunter wäre es ein bisschen destruktiver, sage ich mal, in den 18.700 konkret. Und richtig bärisch wäre es aber echt irgendwo unter den 18.200, weil da sind wir dann immer noch auch raus dann aus der großräumigen Seitwärtsphase. Also da gibt es jetzt mehrere Zonen, wo es mal interessant wird zu schauen, jetzt die nächsten Tage, was passiert gerade an der Spitze, dass der DAX nicht langweilig. So, genug vom DAX, jetzt machen wir mal weiter mit Einzelaktien. Und da haben wir letztes Mal beim bullischen und bärischen Kandidaten gesprochen. Und hier geht es auch nur kurz und knapp darum zu schauen, ist der Durchbruch passiert oder nicht? Und wenn ja, wohin? Und ist das Ganze immer noch so? Also kurz und knapp, bullischer Kandidat war hier die Tenet Healthcare. Und da, die Fragen beantwortet, kam es zum Durchbruch? Ja, ähnlich wie beim DAX, nicht sofort, ja, sofort nach unten gekehrt. Erst quasi zur zweiten Hälfte des Monats kam der Durchbruch. Ein Kursziel wurde angekratzt, da sind wir tatsächlich rangekommen, aber eben nicht dominant und nachhaltig. Jein, der Aufwärtstrend ist immer noch intakt, aber wie man sehen kann, abgeschwächt. Ja, das heißt, wir sind langsamer unterwegs, da muss man mal schauen, wie das Ganze vorangeht. Aber man könnte schon sagen, wir sind da genau, wo wir vor einem Monat waren. Also ja, unterm Strich erstmal nichts passiert. So, jetzt kommt der bärische Kandidat und da ist es auch mal interessant zu sehen, wenn tatsächlich etwas nicht so funktioniert. Ja, und hier haben wir es auch gesehen, der Durchbruch nach unten, ja, er ist passiert bei IM Gold, sehen wir es ganz gut, auch relativ sportlich, aber das war es dann auch. Ja, dann haben wir uns noch ein bisschen da unten aufgehalten bei der Ausbruchszone, haben aber weder ein Kursziel erreicht noch nachhaltig. Im Gegenteil, wir haben sogar ganz gut gesehen, oder man kann im Chart erkennen, dass wir uns ganz gut bullisch nach oben erobert haben. Ja, ehemalige Widerstände, die durchbrochen wurden, jetzt als Unterstützung fungieren. Wenn man sowas sieht, kann sich das Spiel so rumdrehen und das haben wir jetzt der Fall. Von daher, ja, ist das jetzt soweit von der Vergangenheit. Jetzt geht es weiter mit dem neuen bullischen Kandidaten und das ist die American Express und die ist wahnsinnig bullig und zwar nicht nur jetzt, sondern schon ja, die letzten Jahre. Das sieht man hier ganz gut in dem mittelfristigen Trendverlauf. Das war schon ein Wachstumskandidat. So 21 bis 2024 war erstmal so ein bisschen Seitwärtsphase, sage ich mal, bei mehreren Werten. Und ja, was wurde nicht 2024 hochgeschossen? American Express ist dabei, das Allzeithoch ja, auszubauen und deswegen zoomen wir mal rein. Da sehen wir auch konkret, worum geht es hier. Gerade um diesen Ausbau des Allzeithochs. Also auch da erkennen wir, es geht konkret über die 272 Dollar. Das ist das Modell des bullischen Ausbruchs. Wir sehen hier ganz gut, dass wir hier diesen Aufwärtstrend gesteigert relativ lange haben. Wir haben hier ein steigendes Dreieck, was wir hier ganz gut erkennen können. Wenn wir es ansetzen von den 259 hoch an die 272. Und da kann man natürlich auch verschiedene Modelle legen, wo es ankommen kann. Also es gibt da natürlich gewisse Zielzonen. Da muss man natürlich schauen,
Erstmal geht es darum, über die 272 zu kommen und ob das überhaupt passieren wird oder ob wir hier gerade an dem Rekordhoch erstmal abprallen. Das müssen wir schauen, das wird uns die Realität zeigen. Ja. Realität haben wir natürlich auch bei den bärischen Kandidaten hier. In dem Fall, das ist die Talon Energy und da gibt es natürlich ja, Energiewerte, die sind wahnsinnig bullisch nach oben geschossen. Auch hier haben wir, wenn man genau darauf achtet, im mittelfristigen Bereich einen Vervierfacher. Aber auch da kann natürlich die Luft oder die Energie in dem Fall auch mal raus sein und das tendiert hier tatsächlich dazu. Tendiert bedeutet charttechnische Muster. Was haben wir? Wir haben hier ein relativ bekanntes Muster aus der Chartkerzen, ja, Technik und zwar ein Bearish Engulfing. Also hier haben wir eine wahnsinnig große rote Kerze, die ein Gap-Up nach oben gestartet ist bei 197 Dollar und ja, mehrere Kerzen nach unten zurückerobert hat. Wir sind also an den 175 zurück und die nächsten Tage haben auch gezeigt, okay, so richtig hoch wollen wir erstmal nicht. Defensives Verhalten, ehemalige Unterstützung, die 182, ist jetzt ein Widerstand. Das bedeutet also, um es konkret auf den Punkt zu bringen, Modell bärischer Durchbruch unter die 175 von verschiedener bärischer Charaktereigenschaften. Bearishes Engulfing ist hier ganz klar im Vordergrund und klar, gibt natürlich verschiedene Zonen, die es da noch quasi zum Zurückerobern gibt. Was in der Realität passieren wird, das wird uns, ja, das werden wir dann sehen. Ja, wir haben ja keine Glaskugel oder gar nichts. Das sind übrigens auch alles keine Empfehlungen oder Anreize, hier irgendwas zu machen. Das soll ein allgemeiner Ausblick geben auf die Aktienwelt und eben euer auf die Charttechnik. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächsten Monat.